Naja, hier hat es ja schon so manche Überraschung gegeben in deiner Show. Heute ist allerdings tatsächlich der Uli verantwortlich dafür. Er hat mich angerufen und hat gesagt, echte Freunde stonden zusammen. Wir beide aus der Stadt mit K, Krefeld und Köln. Und die rheinische Fröhlichkeit, die uns verbindet. Er hat gesagt, ich soll bitte die Überraschung überbringen. Heute darf ich der Andrea etwas präsentieren, von dem wir alle in der Branche nur träumen. Und wir träumen eigentlich nur von einem Achtel davon. Und du sollst das heute in achtfacher Ausführung bekommen. Der Millionen-Award für Andrea Berg vom Team ihrer Plattenfirma. Der Millionen-Award für 2,5 Millionen verkaufte Best-of-Alben. Achtfach Platin für ihr Best-of-Album. Unglaublich! Herzlichen Glückwunsch, Andrea Berg! Ja, Mann, das ist echt eine Kölsche, Mann. Ich habe mich so bemüht, Hochdeutsch zu sprechen. Das gibt es doch ja nicht. Da wirst du ja bekloppt. Achtfach Platin. Sag mal, Uli, wie ist es dir gelungen, diese Überraschung geheim zu halten? Ja, weißt du, ich habe gedacht, wo ist der beste Platz, sowas der Andrea zu präsentieren? Ich muss mir überlegen, dass 3 Millionen Fans in Deutschland, Österreich, Schweiz dieses Album gekauft haben. Und das ist eigentlich das, was Andrea verdient hat im Rahmen, wo die meisten ihrer Fans auch zuschauen. Das wird jetzt auch heute so der Fall sein. Ja, die haben das ja auch verdient. Und wo hat es der beste Platz dafür gegeben? Bei dir, hier als alter Freund hier dazu. Und deswegen glaube ich, dass es heute richtig ist. Jetzt guck dir das Ding mal an. Ich frage mich gerade in unseren Kofferraum, passt das hier gar nicht rein? Andrea, ich würde sagen, diesen wirklich unglaublichen Erfolg, den müssen wir feiern.